Moin Leute, Mike hier bei Omen, Play and Perform. Habt ihr eigentlich mitbekommen, was beim Fortnite World Cup abging? Ich meine, selbst wenn man kein Fan von Fortnite ist, der Entwickler Epic Games hat sich was richtig Geiles für die eigene WM ausgedacht. Das Unternehmen hat sich kein geringeres Ziel gesetzt, als im E-Sport das höchste Preisgeld aller Zeiten auszuschütten. Zumindest war das der Plan. Allein für das Finale wurde ein Preispool von 30 Millionen US-Dollar zusammengestellt. Aber schon zum Start des World Cups war klar, das klappt nicht. Denn die Dota 2 WM, The International, hat es geschafft. Sie haben jetzt schon mehr als 30 Millionen US-Dollar eingespielt. Und das einen Monat, bevor das Event überhaupt anfängt. Und wie sie das geschafft haben? Dank ihrer Fans. Und das erkläre ich euch gleich bei Omen Play and Perform. Um die Faszination Dota 2 und The International zu verstehen, gehen wir ganz weit zurück, und zwar an die Anfänge des Spiels, aber eigentlich zu einem ganz anderen Game, Warcraft 3. Anfang der 2000er Jahre erreichte dieser Titel von Blizzard Entertainment, unter anderem dank der Vielzahl an spielbaren Modifikationen aus der Community, große Popularität. Unter den vielen von Fans erdachten Spielmodi stach ein Modus besonders hervor, Defense of the Ancients, kurz Dota. Dieser wirbelte das klassische Echtzeit-Strategie-Prinzip kräftig durcheinander und ließ die Spieler nur noch eine Einheit, ihren Helden, kontrollieren. Diesen galt es dann durch das Besiegen von Gegnern so weit zu leveln, dass man stark genug war, die gegnerische Basis zu zerstören. Dass Dota so schnell beliebt wurde, lag nicht zuletzt daran, dass findige Mod-Enthusiasten jede Menge neue Spielfiguren entwickelten. Und vereint wurden sie dann schließlich in der Dota All-Star-Version. Dieses Spiel wurde so beliebt, dass es sich in den 2000er Jahren als eigenes Genre durchsetzte, besser bekannt als Multiplayer Online Battle Arena. Heutzutage ist wohl der bekannteste Ableger League of Legends. Schließlich wollte auch Steam-Entwickler Valve in den MOBA-Markt einsteigen und schrieb es sich auf die Fahnen, den Nachfolger von Dota zu erschaffen. Und so entstand Dota 2, das die Helden aus dem Vorgänger übernahm. Im Jahr 2011 hatte Valve eine ganz geniale Idee. Sie gründeten ihre eigene WM und ein Preisgeld, das bis jetzt im E-Sports noch nicht gesehen war. Eigentlich das gleiche, was Fortnite jetzt auch macht. Damals aber mit 1,6 Millionen US-Dollar. Vor 8 Jahren war das einfach unvorstellbar viel. 2014 änderten sie ihr Prinzip und bedienten sich des Crowdfundings. Seitdem können Dota 2-Fans sich jedes Jahr zu The International das sogenannte Compendium kaufen, eine Art Expansion für das Turnier. Mittlerweile ist dieses Compendium Teil des Battle Pass. Dieser enthält weiterhin diverse Ingame-Gegenstände, Missionen, Votings und Fantasy-Ligen. Durch stetiges Spielen leveln Gamer ihren Battle Pass auf, wodurch neue Inhalte freigeschaltet werden. Alternativ kann das Level des Passes auch gegen weiteres Echtgeld erhöht werden, um an die entsprechenden Inhalte zu kommen. Und dieser Battle Pass ist letztendlich der Grund, warum TI Jahr für Jahr neue Preisgeldrekorde aufstellt. Denn 25% der Erlöse fließen direkt in den Preispool. Spieler können ihre Lieblingsteams unterstützen und dabei auch noch Inhalte freischalten. Das Prinzip geht auf. Bereits zur Einführung des Battle Pass 2014 machte der Preispool einen Sprung auf 11 Millionen US-Dollar und wuchs bis 2018 auf 25 Millionen US-Dollar an. Jedes Jahr übertrumpfte sich TI selbst und stellte neue Preisgeldrekorde auf. Dieses Jahr wurde wieder ein großer Sprung gemacht und die 30 Millionen US-Dollar-Marke bereits einen Monat vor Turnierstart geknackt. Dabei dürften die 30 Millionen US-Dollar vom Fortnite World Cup sicher eine kleine Motivation gewesen sein. Immerhin will die Dota 2-Community, dass das TI Jahr für Jahr das größte Event ist. Dieses Jahr haben sie es auf jeden Fall geschafft. Übrigens, bis zum großen Finale am 25. August kann das TI-Preisgeld weiter wachsen. Und das ist nicht das Einzige, das wächst. Denn die Spieler wachsen über sich hinaus und werden bei so einem Turnier zu richtigen Weltstars. Der deutsche Dota 2-Spieler Kuroki von Team Liquid ist mit einem erspielten Gesamtpreisgeld von 4,2 Millionen US-Dollar der reichste E-Sportler aller Zeiten. Und damit auch über Dota 2 hinaus ein Superstar. Auch sein früherer Teamkollege und Rivale Papi ist mit 2,2 Millionen US-Dollar derzeit auf Platz 17 im Preisgeld-Ranking. Außerdem sind die beiden die einzigen Spieler, die bisher bei jedem TI dabei waren. It was great. Last time I won one of these was actually with Kuro. Now you're alone, sir. Now it's only me. And you know, your 4 teammates. Well, yeah, but for him and whatever, I kind of like cut him. Solche Rivalitäten, solche Spieler, solche Momente, so ein Turnier, das zeigt, wie die Community mit ihrem Spiel zusammenwachsen kann. Und dieses Jahr wird was ganz Besonderes, denn zum ersten Mal findet das Event in Shanghai, also in China, statt. Ich bin schon ganz gespannt darauf, wie The International sich entwickeln wird und die Zukunft von Dota 2 aussieht.